Guten Morgen und raus aus den Federn. 10 Minuten hast du noch, eine schöne entspannte Folge Stranded Bee und dann nichts wie auf in den Tag. Wenn ich was weiß von meiner frühesten Kindheit, hat es meistens was mit Urlaub oder unseren Katzen zu tun. Ah gut, dann Tiere glaube ich auch, dass man sich so... Tiere sind ja auch, allein wenn man Kinder anguckt, wie die Tiere anschauen, wie fasziniert die von Tieren sind, ist ja logisch, dass sich das irgendwie einbrennt, ne? Dass man sich dann vielleicht auch an Tiere sehr gut erinnern kann. Mein Kitty gibt es heute noch. Meine Kinder waren auch da drin mit der gleichen Erzieherin. Ach was, echt? Ne, meine Erzieherin damals, die waren schon damals alt wie Stein. Die müssten jetzt so alt sein wie Urgestein. Und ich glaube, die arbeiten da nicht mehr. Das war noch vom alten Schlag. Das war interessant, sage ich mal. Was anrufen zum Spielen? Wir sind vor die Tür gegangen und haben eine komplette Straße abgeklingelt. Waren immer so 6 bis 10 Kinder. Ja, auf dem Dorf, ne? Dorfjugend. Ja, das stimmt, das war auch so, aber ich war dann, als ich dann in die 6. Klasse kam, fünfte, nach der Grundschule. Ja, aber gut, da war man schon alt genug zum Telefonieren. Aber ich musste dann im Nachbarort in die Schule, das war mal ein bisschen blöd. Da konntest du nicht mal eben hinlaufen, da musstest du anrufen und dich verabreden. Oder es in der Schule machen, aber in der Schule verabreden, das war immer ein bisschen unsicher. Weil natürlich niemand wusste, ob man selber Zeit hat. Weil du hast ja deine Eltern in der Schule nicht bei dir, die du fragen kannst. So, bin wieder da. Kleiner Tipp, immer schön auf den Akku vom Tablet achten. Oh nein, Gulli. Aber zum Glück kannst du ja bei Bedarf nochmal nachschauen. Wird es ja größtenteils alles nochmal geben. In kleinen 10 Minuten haben morgens. Wir haben uns immer an dem Tischtennisplatz getroffen und war mega. Ja, es gab immer so Hotspots, ne? So Jugend-Hotspots. Wie warst du bei dir? Wie warst du bei dir? Der du das hier im Nachhinein nochmal auf YouTube schaust. Was war deine früheste Erinnerung? Magst du sie uns in den Kommentaren erzählen? Wir schauen da bestimmt nochmal vorbei. Ich finde sowas immer sehr interessant. Da erfährt man echt verrückte Stories. Nicht immer nur die schönsten, muss man auch sagen. Oh, jetzt ist das Holz wieder weg. Aber die Axt ist wieder weg. Das heißt aber auch, dass wir wieder ordentlich Holz haben. Hä, nur 9? Aber ich glaube, weil wir wieder voll waren, ne? Wir müssen nochmal eine Kiste bauen. Oh, nee. Oh, verdammt. Wir müssen unbedingt da was reinpacken. Wieso haben wir denn eigentlich schon wieder so viele Steine? Braucht doch kein Mensch. Das hier muss auch mal weg. Okay, ich esse jetzt einfach mal was, weil wir bekommen ja irgendwie eh keinen Hunger. Okay, ich kann nichts essen, weil ich keinen Hunger habe. Ja, wir müssen noch eine Kiste bauen. Es hilft nichts. Es hilft alles nichts. Wir müssen noch eine Kiste bauen. Das ging hier, ne? Wooden Planks. Wie konnte ich denn so eine Plank machen? Wie ging denn das? Ging das hier? Verbrauchen wir natürlich unser kostbar geklopptes Holz hier. Aber es geht. So, dann können wir jetzt eine bauen. Hä, wir haben doch 8. Hä? Wir haben doch gerade 4 gebaut, aber 4 hatten wir doch schon. Oder waren die in der Kiste, die 4? Ah, die waren in der Kiste. Guck mal, dann können wir die natürlich hier rüberziehen. Mal aufräumen. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. Und jetzt können wir die bauen, die Kiste. Craft Item. Sehr schön. Hat das eigentlich alles mit dem gewonnenen Key geklappt? Achso, das war nicht an mich. Ganz schlimme Magen-Darm-Krankheit. Muss dann den Tropf... Ah, okay. Und das als kleines Kind. Ich glaube aber auch, Krankenhaus, das ist dann natürlich auch eine Erinnerung, die man dann eben hat. Und eben auch eine der, wie besagt, was ist denn los hier heute? Eine der eben nicht so schönen Art. Aber ein Glück,
dass man alles in den Griff bekommen hat. Die Kiste tun wir jetzt hier auch nochmal hin. Welche Richtung ist denn die Öffnung? Hier. Hier neben würde ich einen Werktisch tun. Ich würde die Kiste, glaube ich... Ja, wir brauchen ja nur eine. Wir brauchen ja nicht mehrere, weil die duplizieren sich ja. Ich mache die mal hier hin, dass wir so ein bisschen mittig haben. Boah, passt so, ne? Guck mal, jetzt haben wir Platz. Jetzt haben wir ordentlich Platz wieder in den Kisten. Können wir hier einmal kurz aufräumen. Und dann können wir hier unseren Kladderadatsch da reinmachen. Weil ich glaube, das war wirklich der Grund, weshalb wir kein Holz sammeln konnten. Weil wir einfach voll waren. Noch einen rüber. Hier noch einen rüber. Da noch einen rüber. Papaya nochmal rüber. Steaks nochmal rüber. Steaks nochmal rüber. Steaks nochmal rüber. Dann einmal hier aufräumen. Einmal da aufräumen. Und schon sieht die Welt wieder ganz anders aus, oder? Haben wir denn jetzt noch genug, um uns eine neue Metallaxt zu bauen? Müssten wir, ne? Ne, was fehlt denn jetzt? Ein Holz? Ah, wir haben noch die Steinaxt. Gut, dann nehmen wir erstmal die Steinaxt. Meine Nase, das ist ja echt nicht mehr zum Aushalten. Das ist, glaube ich, auch ein Tick, oder? Kann das sein, dass es ein Tick ist? Ich juck die Nase nie, außer beim Aufnehmen. Vielleicht, weil ich hier gegen das Mikrofon spreche und der Schall, beziehungsweise der Luftstoß des Sprechens wird abgeprallt und prallt wieder zurück gegen meine Nase und killert die empfindlichen Nasenhärchen. Und das führt dann zu einem unerträglichen Kitzeln. Könnte sein. Ich war 5 und mein Bruder war 6. Lol, wir haben uns gekloppt bei Oma. Ich hatte ein Loch im Kopf und zuerst 2 Stunden später aus... Kopf? Zuerst 2 Stunden später aus dem Krankenhaus raus. 3 Stunden später war mein Bruder drin. Oh Mann. Da ist aber ganz schön was los gewesen. Das war bestimmt ein toller Tag für deine Eltern. Die haben sich bestimmt richtig gefreut. Natürlich spiele ich gerade nebenbei selbst. Danke nochmal dafür, Guni. Ich war früher voll der Einzelgänger. Echt? In der Kindheit? Immer noch? Oder hat sich das geändert? Stimmt, Guni, du hast ja deinen Key weitergegeben. So kam Knuddelwuddel zu dem Key, ne? Ich erinnere mich. Eine edle Geste. Hier Holz haben wir erst. Wir müssen jetzt die Metallaxt bauen, damit es ein bisschen schneller geht jetzt hier. Ich würde ja am liebsten gleich 2 bauen. Können wir 2 bauen? Ich glaube, da fehlt uns noch ein Eisen für, ne? Nee. 1 können wir bauen. Haben wir denn Metall für unseren Ofen? Haben wir schon was gesammelt? Doch, können wir. Das heißt, wir können doch ein zweites bauen. Dann bauen wir gleich 2. Da müssen wir nicht ewig hin und her laufen. Sehr schön. Nein, weil du es nicht im Inventar hattest. Bitte kein Caps Lock. Ich weiß schon gar nicht mehr, worum es geht. Ich bin auch schon wieder viel zu weit hinterher. Momento. Haben wir nicht gerade 2 gebaut? Ne, wahrscheinlich habe ich abgebrochen. Jetzt haben wir 2. Wunderbar, jetzt haben wir eine auf Reserve. Perfekt. Ich würde gerne vorher nochmal den Kladderadatsch hier in die Kiste packen. Die Kisten sind schon wieder voll hier. Wir können ja auch mal ein bisschen Kokosnüsse opfern. So viele brauchen wir eh nicht. Auch wenn das die tollen soundbringenden Kokosnüsse sind. Auch Fleisch brauchen wir nicht. Wir haben eh kaum Hunger. Und dann können wir jetzt wieder ein bisschen was reinpacken. Achso, ja, Kokosnüsse. Nee, die nicht. Stickies können wir reinmachen. Diese komischen Holzsäulen, die wir gerade auch nicht brauchen. Die Angel brauchen wir gerade auch nicht. So, ja, wunderbar. So haben wir wieder Platz. Und hier auch noch einmal aufräumen. Das ist doch gut. So. Ich glaube, das ist schon random. Hattest vermutlich einfach Pech. Ich habe 8 Schweine im Übrigen noch immer kein Leder bekommen. Mache ich etwas falsch, bekomme nur Fleisch.
Ah, das war bei mir am Anfang, glaube ich, auch so. Ja, alles gut mit dem Caps Lock. Das war, glaube ich, auch keine Absicht. Ich glaube, das Random Annie, du hattest vermutlich einfach Pech. Haben wir schon gedacht. Beim Aufnehmen cheatet Gunny halt immer. Achso, ich glaube auch. Der Mundgeruch kommt zurück. Ja, das war die gute alte Popschutzzeit. Habe ich ja nicht mehr. Na, genau genommen ist das hier auch ein kleiner Popschutz drum, aber der war ja richtig direkt vorm Mund. Nach dem doppelten Knoblauchabendessen war das dann am nächsten Morgen immer ein Spaß. Ein Spaß für 10, sage ich euch. Ich hoffe, ihr hattet auch ein leckeres, knoblauchhaltiges Abendessen gestern. Vergesst das Zähneputzen nicht und habt einen guten Start in den Tag. Bis morgen, macht's gut, euer Bolle.